Jo Leute, bevor das Video beginnt, wichtige Anmerkung. Ich habe gerade eben den kompletten Stadion-Vlog fertig geschnitten und habe jetzt mitbekommen, was in Türkei bzw. Syrien passiert ist. Absolut schrecklich. Und für die, die etwas tun wollen und möchten, ich packe euch mal oben in die Videobeschreibung einen Link zum Spenden. Und ja, mir ist es wichtig, das anzusprechen, bevor jetzt gleich pure Freude und Sonnenschein am Start ist aus Mallorca. Ich wünsche euch aber trotzdem viel Spaß beim Video und ja. Buenos dias de Mallorca, neuer Stadionvlog. Heimat de Mallorca spielt was Real Madrid in La Liga. Ich bin hier für ein paar Tage mit einem Kumpel in seiner Wohnung auf Malle. Gönnt euch mal diesen kranken Ausblick. Man blickt in den Yachthafen auch hinein. Wunderschön, wirklich. Ganz da vorne am Steg habe ich auch gestern schon ein paar Liegestützen gemacht. Wichtig und richtig. Und das ist das Beste, wenn man aufsteht in der Früh und dann direkt diese View genießen kann. Und das ist mein Zimmerchen für die Tage, mein Schlafgemach, alles, was man braucht. Ich schlafe wie ein Baby, Leute, in diesem kleinen Bett. Und Barca-Trikot ist auch schon parat, mein Outfit für den Bierkönig und was auch nicht fehlt, eine Kapitänsbinde. Mann, ist nur einmal im Jahr. Es ist so ein angenehmes Wetter auf der Insel. Heute werden es bis zu 17 Grad, purer Sonnenschein, nicht eine Wolke am Himmel. Wie geil das Wasser da am Schimmern ist. Und mit so einer Fähre kann man auch nach Barcelona übrigens von hier fahren. Wir haben uns jetzt hier auf so einen Mietwagen ausgeliehen für die paar Tage, Freunde. Mein Kumpel zeigt mir heute auch ein paar Spots auf der Insel, die man als Tourist nicht unbedingt zu sehen bekommt. Auch dieses Lied ist so brutal. Fun Fact, das habe ich von Karim Benzema, der hat es mal in seiner Insta-Story gepostet. Angekommen in Val de Mossa, das ist einer der ältesten Städte auf Malle. Nein. Das ist eher ein Dorf, Leute, muss man sagen. Oh, da ist auch eine geile Aussicht. Hier ist ein nicer Cappuccino-Laden. Richtig geiler Vibe. Wie die Sonne da auch rausspielt. Boah, Leute, ich feiere auch diese Mauern mit den Blumen. Es könnte so ein Drehlocation sein aus einem James-Bond-Film, finde ich. Also seht ihr, Leute, wenn ihr auf Malle seid, nicht immer nur zum Bierkönig fahren, auch mal sowas anschauen. Holy Macaroli. Da sind noch die spanischen Felder, wo unter anderem Oliven angebaut werden. Real Madrid ist aktuell 5 Punkte hinter Barca auf Platz 2 in La Liga und sie müssen unbedingt probieren, den Anschluss weiterhin zu halten. Nächsten Monat steht der El Clásico an, zusätzlich noch 2 El Clásicos in der Copa del Rey im Halbfinale. Also wenn sie da noch irgendwie verlieren sollten, plus noch gegen Mallorca Punkte liegen lassen, Leute, dann ist eigentlich die Meisterschaft schon verspielt. Sehr wichtig für die Madrilenen, dass sie jetzt nicht irgendwie patzen, aber wir sind da, um ein bisschen Auge zu machen. Das fühle ich auch mega, wenn man sich hier so ein Moped ausleihen würde. Hier diese typischen Geiers entlangfahren. Darauf hätte ich jetzt auch Bock, auf diesem Balkon deine Zeitung zu lesen und diese View zu genießen. Ja, da kann man sich echt nicht beschweren. Typisch spanischer geht's nicht. In Laden, wo man frische Orangen kaufen kann. Oh. Okay, das ist Deko, oder? Nee, das ist keine Deko. Die Chilischoten sind noch am Start. Es wird immer besser. Oh, wie geil das alles aussieht. So Mini-Palmen finde ich auch so geil. Der nächste Orangenbaum. Ja. Chillst du? Ne? Ist schön, gefällt dir hier in dieser idyllischen Gasse, ne? Kann ich verstehen. Alles auch so grün, Digga, das fand ich so heftig. Fun Fact, im ältesten Dorf auf Malle haben die hier einfach komplett Glasfaser ausgebaut, bis zu 1 Million Leitung ist hier am Start. Und in Deutschland gibt es noch so viele Orte und Dörfer, wo du froh sein kannst, wenn du eine 16K-Leitung hast. Ich wollte mich jetzt ins Café reinsetzen, will den Stuhl nach hinten ziehen. Auf einmal ist da einfach der Kater auf dem Sitzplatz. Na, Brudi. Ich störe dich nicht, schlaf weiter. Die Pasta riecht sehr lecker, das Sushi ist zum Teilen. Er gönnt sich ein Club-Sandwich und der Kater chillt immer noch. 10 von 10, Leute, sehr, sehr lecker. Plus die Location dazu. Ba, ba. One Football, was postet ihr? Also den Karim will ich nicht in unserem Trikot sehen. Leute, das ist ziemlich selten auf Mallorca, aber ganz oben auf dem Berg liegt gerade sogar Schnee. Wir fahren jetzt am nächsten Dorf vorbei, das ist auch ziemlich bekannt. Deia heißt das. Auch Zitronenbäume sind hier am Start. Herrlich. Das Wandgemälde ist sehr süß, wie so eine Omi ihre Enkelin küsst. Eine spanische Abuela. An der Seite noch eine Katze. Das nenne ich mal eine gelungene Location für einen Tennisplatz. Ja, so kann man spielen. Ich tippe mal, vor einigen 100 Jahren haben die hier ihr Dorf verteidigt mit den Kanonen. Ich könnte 24/7 durch diese Berge laufen, Leute. Vor allem, man muss sich ja noch mal vor Augen halten. Wir haben Februar und es ist trotzdem schon so sonnig und blütig.
ganz kurzer Stopp. Jetzt sind wir genau hier beim Schneespot. Von oben hat man hier natürlich auch nochmal eine mega View. Und wir fahren jetzt gleich weiter durch den Schneeberg da durch. So ein Motorrad hört sich natürlich geisteskrank an bei so einem Tunnel. Boah Leute, jetzt zeige ich euch noch ein absolutes Highlight von hier oben. Ich komme darauf nicht klar. Bitte Leute, genießt. Ich schweige einfach nur. Stausee in den Bergen. Junge, man muss nicht mehr sagen. Solche Orte hat man einfach gar nicht auf dem Schirm, wenn man an Malle denkt. Leute, ich muss leise sein, da ist Messi. Da ist er, der Goat. Ah, man sieht ihn kaum. Ja, ja, da war er kurz. Noch ein zweiter. Nächstes Ziel, wir fahren jetzt zu einer Bucht hinunter und steuern auf das Meer hinzu. Auch ein bisschen wackelig hier oben. Durch was für einen Bergspalt man hier auch teilweise fährt. Jetzt sind wir fast unten angekommen, aber man kann sich es ungefähr schon vorstellen. Was geht denn hier ab? Und was sind vor allem die zwei für Frechfretze? Gönnen sich einfach die Reste der Gäste. Ja, der überlegt noch. Ah, okay, ja, kannst doch nicht widerstehen, ne? Meine Prediction für morgen lautet, Real Madrid wird 3-0 gewinnen, 2 Tore Vinicius und 1 Benzema. Los. Hier ist so eine tolle Meeresluft. Die unterschiedlichen Farben im Wasser sind auch richtig flashig, da so türkismäßig und dann wird es immer dunkler. Richtiges Abenteuer, hier durch diese kleinen Wege durchzulaufen, diese Mini-Höhle. Das ist wie so ein Fenster, ein natürliches. Heftig, richtig schön, wow. Auch wie die Sonne gerade auf die Felsen da hinten prallt. Hier ist so ein Steinstrand mäßig und dann müssen wir jetzt hier durch die Lücke durch zur Bucht. Das Ganze erinnert mich hier auch an eine Szene aus Fluch der Karibik. Die kommen da an, stellen ihr Piratenschiff ab und dann ziehen sie los. Ja, ciao, Digga. Also, sorry. Also, ich habe sowas noch nie in echt gesehen, Leute. Endstufe. Wow. Da ist auch noch Wasser. Das drückt vom Meer rein. Sieht auch cool aus. Da ist kein Dreck. So sauberes Wasser. Uiuiui. Jetzt kommt's nach vorne. Ah, fast. Das Bild. Ich sehe aus wie so ein 13-Jähriger, der aber Bart hat. Dieser Baum erinnert mich so an König der Löwen. Stellt euch vor, da wäre jetzt so Simba. Der chillt da mit seinem Papa. Boah, Digga, das spiegelt so krass mit den Bergen. Man checkt gar nicht, dass es das alles Wasser ist. Uiuiui. 5, Digga. Das ist der nächste Messi. Hey Brudi, hallo. Hast du den WM-Titel gefeiert? Ich hoffe schon. Solange wir jetzt zum nächsten Spot fahren, Freunde, gucke ich bis in PSG. Die sind gerade 1-0 zurück. Und vor ein paar Tagen hat sich einfach Kylian Mbappé verletzt. Und er wird definitiv das Hinspiel ausfallen gegen die Bayern. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für PSG. Was darf nicht fehlen, wenn man auf Malle ist? Ein Besuch beim Ballermann. Perfektes Timing, Sonnenuntergang am Start. Ist auch ein schöner Strand hier. Und ja, hier beginnt dann quasi die Promenade. Und überall links sind dann die kleinen Bars und so. Und da hinten dann der Bierkönig irgendwo. Also diese Straße hier, Leute, da geht's im Sommer so vorwärts. Die ganzen Schilder sind ja auch auf Deutsch. Und ja, das ist das Original. Ich will jetzt einmal in meinem Leben hier reingucken, Leute. Ich war hier noch nie. Da sind auch schon die Ersten. Was geht, Jungs? Was? Digga, du hast ein Realtrikot. Zeig mal. Bruder. Hier, schau mal, was ich für dich hab. Barca-Trikot. Ah, ne? Gleich ist das Klischee Starter-Pack erfüllt, es fehlt nur noch Gebinde. Aber scheiß drauf, man ist nur einmal Ich schäme mich so sehr, auch wenn es niemand gesehen hat. Aber cool, dass die hier auch auf der Leinwand Fußball zeigen, fühle ich sehr. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, ne? Alle tanzen dann auf den Tischen, grillen rum. Die Bundesliga bleibt weiterhin spannend. Union Berlin gewinnt spät 2-1 gegen Mainz und damit ist Bayern zwischenzeitlich auf Platz 2 sogar. Kurz eine Kleinigkeit trinken und einfach auch nochmal hier den Sonnenuntergang genießen. Eieieiei, Alter. Ist da gerade am Singen. Messi hat gerade so ein krankes Tor geschossen, das ist 2-1. Oh. Was ein Abschluss, richtig geiler Longshot. Ich lade meine Videos immer roh hoch, Leute. Hier ist kein Farbfilter oder Color Correction drauf. Das sieht einfach wirklich so aus. So geil.
Super. So Leute, kurzer Stopp hier am Yachthafen. Das ist einer der bekanntesten auf der Insel. Wir gehen jetzt gleich da vorne in einen Kaffee, einen Cappuccino trinken. Seht euch das rein. Das ist natürlich eine sehr, sehr edle Gegend. Hier stranden Stars wie Conor McGregor ihre Boote oder auch Cristiano Ronaldo ist jedes Jahr regelmäßig im Urlaub hier. Der erste krasse Ferrari steht hier auch schon heftig. Und wenn man hier nach rechts blickt, hat man auch einfach nur eine wunderschöne Aussicht. Eieieiei. Die haben die Hecke hier einfach wie so ein Vögelchen zurechtgeschnitten. Das wäre so mein Favorite. Diesen All-Black-Modus feiere ich ultra. Das ist dann die Größenordnung von so einem Cristiano, Leute. Ich glaube, sein Boot ist sogar ausgestattet mit so einer riesigen Rutsche. Also einfach so einen eigenen Wasserpark hat er da gefühlt dabei. Dem Frechdachs da oben auf der Laterne geht's auch gut, ne? Ja, Brudi, guck mal her. Hoi. Ciao, ciao. Mati, wo bist du? Hier sind so viele Palmen für dich. Direkt hier im Hafen sind richtig viele Restaurants und so kleine Boutiquen. Hier unter anderem kann man so seltene Jordans auch kaufen. Mega. Ein Brunnen am Start und mit den Bäumen, die so auch in einem Bogen zusammenwachsen. Das sieht so einladend alles aus. Hier, glaube ich, geht immer Messi essen. Leos Grill. Ich liebe diese Aufnahmen, wenn diese Sonne da so durchschimmert. Auch wie clean diese kleinen Bäumchen da aussehen, wie viel Mühe die Gärtner sich hier geben. Diese Jacke von Louis V, die hatten ja eine Koop mit der NBA, die habe ich noch nie in echt gesehen, ne? Auch diese Tasche, krank, dass die alles hier haben. In Spanien dürfen natürlich als Vorspeise Oliven nicht fehlen. Boah, diese 1A. Also wenn dieses Entrecote nicht 10 von 10 schmeckt und diese Hühnchenkeule noch mit Pommes, dann weiß ich auch nicht. Ah, rot. Jetzt kommt blaue. Oh, geil. Das Essen hat mega gut geschmeckt. Wir spazieren jetzt noch etwas hier am Hafen abends entlang. Wir sind jetzt in ein anderes Lokal rüber. Wir gönnen uns jetzt noch einen Cappuccino. Ich feiere auch mega diesen Bibliothekenstil. So eine geile Lounge-Ecke. Che rico ist die Cappuccino. Mm. Noch mit Zimtpulver obendrauf. Aktuell bin ich voll auf dem Film Französische Lieder zu hören. Das kann ich nur empfehlen. Da seht ihr die schöne Kathedrale hier auf Malle. Auch sehr, sehr geil hier bei Nacht. Ronaldo hat wieder nicht gewinnen können mit Al-Nassr, aber zumindest hat er noch den Ausgleich erzielen können vom Elfmeterpunkt. Wie kann man den Abend besser ausklingen, indem man noch etwas für seine Gesundheit tut? Und zwar geht's jetzt ins Gym. Ich merke zwar noch mega die Liegestützen von heute Morgen, aber es wird trotzdem durchgezogen. Vamos! Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. Ich mach grad die nächste Beinübung. Auf einmal leuchtet dieser Kater an mir vorbei. Komm auch mit Beine trainieren. Ja, komm. Gerade eben noch zwei Zuschauer getroffen, liebe Grüße. Kleiner Funfact zu diesem Laden hier, Freunde. Da war ich einmal drin vor einem Jahr. Und dann hat die Verkäuferin erzählt, dass Cristiano Ronaldo hier auch schon shoppen war mit Georgina. Er ist komplett ohne Securities gekommen, halt mit Sonnenbrille und Cappy. Und meinte so, hey, kannst du bitte kurz den Laden schließen? Ich möchte hier mal ein bisschen rumschauen. Aber das hat mich schon überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass er auch mal ohne Securities unterwegs ist. Nächster Funfact. Dieses Haus wurde auch von Antoni Gaudí, dem berühmten Architekten aus Barcelona, designt. Digga, das erinnert mich aber schon sehr an Barcelona hier vom Vibe. Nach dem Sport müssen wir natürlich noch etwas essen, aber es ist sehr spät und fast alles hat schon zu. Ist natürlich auch gerade Off-Season, ne, auf der Insel. Ich frage, ob die Küche noch offen ist, ne? Ja. Hola, la cocina todavía está abierta? No, tenemos mucha hambre. Ah, durch was für eine Gasse laufen wir hier? Das ist ja voll die große Mauer. Bro, wie geil sieht das hier aus, aber auch ein bisschen Scooby? Nicht Scooby, Scooby-Doo. Wo ist dieser Dönerladen? Wir wurden irgendwo hingeschickt. Was ist auch das hier mit dieser Kette geschützt, dieses Tor? Nicht, dass mich gleich irgendein Hund anspringt. Ah, Mecke. Es gab keine andere Wahl. Wir haben so lange gesucht. Nur Meckes war noch offen. Also da hätte man sich das Gym wirklich sparen können. Wir fahren gerade an Porto Andratsch vorbei. Hier haben Schauspieler oder Fußballstars ihre Riesenhütten. Also das sind dann wirklich Immobilien, die bis zu 20, 30, 40 Millionen Euro kosten, Leute, teilweise. Wir erwischen genau den Sonnenuntergang und hier ist auch so eine Bucht. Also das ist hier komplett Feierabend mit dem Sonnenuntergang. Endstufe einfach nur. Und genau von hier sieht man diese ganzen riesen Häuser mit dem Felsen da vorne. Auch so schön, Digga. Boah, genau so ein Baustil war ich heftig. Achso, das ist ja gerade sogar zum Verkauf. Ich glaube, dafür müsste ich 1000 Jahre Stadionvlogs machen. Mich würde jetzt echt mal der Preis interessieren. Ich scanne es jetzt mal ein. Luxury Estates Mallorca. Genau das ist der Ort, wo wir uns gerade befinden, Leute. Hier unten an der Bucht habe ich gefilmt. 12 Millionen. Moin.
Das nenne ich mal einen guten Spot für ein Live-Konzert. Oben vom Balkon aus. Die Leute tanzen hier teilweise auch. Hier kann man essen gehen und diese Location genießen. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein leckeres Rinder-Carpaccio gesehen. Auch die Blüte muss man essen. Wichtig. So eine Geschmacksexplosion im Mund. So gut. Auch dieses andere Tiramisu hier. Da seht ihr auch schon mal das Stadion von Palma de Mallorca, wo es dann morgen hingeht. Ist auch so offen von der Seite. Wieder zu Hause. Morgen ist dann ein Matchday. Mein Zimmer ist hier auch so grün beleuchtet am Abend. Ich hau mich jetzt aufs Ohr, Leute. Und morgen geht's zum Spiel. Oh. Nächster Tag. Wir warten gerade auf ein Taxi und fahren direkt zum Stadion. Und ich sehe das Bild, Leute, auf Twitter. Da geht mir das Herz auf. Liebe Grüße, Jungs. So nice, wenn Oldschooler zusammen wieder chillen. In 45 Minuten ist bereits Anstoß. Und das letzte Stück laufen wir noch zu Fuß zum Stadion. Let's go, Leute. Disculpa. Puedo preguntarte por tu predicción para YouTube. Sabes, soy de Alemania. Para hoy, 1-0. 1-0 para Mallorca. Ya, y sufriendo mucho, eh. Vale, vale. Okay. Er sagt, wir werden sehr viel leiden müssen, aber er ist confident und sagt 1-0 für Mallorca. Das würde ich unterschreiben. Das ist jetzt die andere Seite vom Stadion, Leute. Wir sind gestern Nacht bei der Autobahn von dort drüben vorbeigefahren. Estadio Mallorca son Oix. Normalerweise würde stehen Estadio, aber hier sagt man Estadi. Das ist Katalan, weil Mallorca ja auch zu Katalonien gehört. Genauso was nur. Was geht denn da hinten ab? Da ist so ein bisschen Rauch. Okay, hier haben wir so eine Statue. Da ist das Vereinswappen. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich hier stehe, das Stadion hat zwar keine große Kapazität, aber so klein ist es jetzt auch wieder nicht. Ach ja, da habe ich ihn gespottet. Der Real Madrid Mannschaftsbus. Real, es tut mir leid. Ich werde heute sehr Auge machen und ich bin für Mallorca. Ole. Mallorca, Mallorca. Ich muss mich kurz hier orientieren. Ich war ja hier, wie gesagt, noch nie. Wir müssen jetzt hier aber einmal um den Hügel herumlaufen. Weil da war nur der Presseeingang. Sieht aber sehr gut aus, der Kunstrasen. Mit der Kulisse, kleine Tribüne. Das ist die geschlossene Seite vom Stadion. Sieht aber richtig schön aus. Gefällt mir sehr gut. Ey, wie cool. Sogar hier steht auf Deutsch Willkommen. Ist auch so eine kleine Überraschungstüte, wie gut heute die Plätze sind, weil ich konnte nur grob den Bereich auswählen, wo wir sitzen. Das lächelt mich doch an. Cheeseburger verkaufen die hier, wie geil. Gibt's noch hier so Schals und so von Mallorca, ein kleiner Fanstand. Ich glaube, die renovieren aber gerade auch beim Stadion, weil das sieht hier echt aus wie eine halbe Baustelle. Fleisch sieht echt nicht schlecht aus. Für einen schnellen Hunger absolut in Ordnung, aber es ist echt selten, dass im Stadion Hamburger verkauft werden. Jetzt ist es soweit. Erster Blick ins Stadion. Boah, Digga. Okay, da wird gerade umgebaut. Habe ich mir schon gedacht. Let's go. Hier sind natürlich die Premium-Plätze, die Haupttribünenseite mit den Trainerbänken. Real Madrid geht gerade rein. Vinicius, Mallorca, Mallorca. Perfektes Fußballwetter, so ein bisschen Urlaub. Das ist die beste Mischung. Das ist mein Platz, Leute, hier am Corner, fast neben der Baustelle direkt. Und ja, Spieler sind schon drinnen. Die Blancos versus die Rojos. Mallorca! 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 Ich wurde jetzt wieder weggeschickt, anscheinend saß ich falsch. Ich bin jetzt einfach hier unter solchen Gittern. Ich sitze noch ein paar Jungs neben mir. Egal, Leute, das habe ich auch noch nie erlebt, aber wir sehen trotzdem von hier sehr gut. Ich muss mal aufpassen, falls Mallorca ein Tor schießt und ich jubel, dass ich nicht mit dem Kopf dagegen klatsche. Real startet ohne Benzema vorne drin mit Vinicius, Rodrigo und Asensio. Ach, der ist verletzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dort drüben sitzen quasi die Ultras von Mallorca. Ein bisschen Stimmung gemacht. Für die Mallorquinas ist natürlich das absolute Highlight, wenn einmal im Jahr hier Real oder Barca zu Besuch ist. Boah, Fehlpass von Ceballos. Ja gut, komm, schick ihn rechts. Da, Spiel. Schöner Dreieckpass, let's go, Kamavinga. Versucht mit der Herz marschieren. Oh, guter erster Kontakt. Hey, Schiri, ey, gib mir Elfmeter, Penalty. Oh, Vinicius, gegen 1, gegen 2. Nee, Ball gespielt. Schiri lässt mal laufen. Hey! Falls ihr euch übrigens fragt, wo die Real-Auswärtsfans sitzen, da drüben in diesem kleinen Eck. Auch nur sehr, sehr wenige. In Spanien gibt es halt kaum so eine Auswärtsfankultur. In Deutschland ist es wirklich tausendmal besser. Der 14er von Mallorca, Leute, der ist richtig gut. Der hat sich ganz so krass auch gegen Rüdiger durchgesetzt. Der kommt gut. Oh mein Gott! Wenn Barca heute Abend gewinnt, könnte der Vorsprung auf 8 Punkte wachsen.
mir eben nochmal eine Wiederholung angeschaut. Ich glaube, es war sogar ein Eigentor von Real. Auge machen funktioniert bisher. Auge, 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 Auge. Ole, ole! Die haben ja fast den gleichen Fansong wie die Argentinier. Ancelotti da unten ist auch ziemlich sauer. Er ist am Radar mit seiner Mannschaft. Also für ihn ist es langsam eng, Leute. Wenn Real heute hier verliert und die irgendwie in der Champions League rausfliegen, dann war es das für ihn. Nochmal zurück zum Thema Katalan. Deswegen steht da auch Visca el Mallorca. Versucht das drinnen zu gehen. Ja, hier zwei. Nee. Ja, Leute, kommt nicht in Fahrt. Ja, entscheidet sich für die Flanke. Ja, also, nichts klappt, nichts. Mal wie hoch Rüdiger steht, Leute, Alter. Das war die beste Chance für Real, Leute, nach 34 Minuten. Tätigkeit oder was? Nee, ah, Geld nur, ich dachte schon. Die Mallorca-Fans verwirren den richtig. Die machen so und dann schreien sie Don, 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 Don. Das heißt Idiot auf Spanisch. Es ist Halbzeit, viel mehr ist nicht passiert. Klar, Akteure wie Modric, Kroos und Benzema fehlen. Aber es ist insgesamt einfach viel zu wenig von den Madrilenen. Die Sprenkleranlagen da unten produziert gerade einen Regenbogen. Ich hoffe aber, dass sie das nach oben nicht zubauen, weil genau das macht das Stadion aus, Leute, dass es so offen ist, wo man auch die Berge von hier oben sieht. Irgendwo dort, wo der Schnee auf da oben rausspitzelt, waren wir gestern noch und sind da entlang gefahren. Vinicius im Dribbling gegen zwei, nee, bleibt wieder hängen. Auch kein gutes Spiel bisher. Er nimmt es noch mit Humor, ist am Lachen. Elfmeter, Elfmeter, 100%, ja. Fuera, fuera, fuera. Nee, nee, nee. Da gibt's nichts zu hadern an der Entscheidung. Das ist echt typisch dafür, Leute, dass ich jetzt Karma kassiere dafür, dass ich das Auto gemacht habe. Und ja, Real ist auch damit gemacht. Buh! 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 Asensio Tregan! Buh! Halt ihn! Ja! Ja! Let's go! Ja! Der Schongang ist jetzt vorbei. Luka Modric wird reinkommen und wird es versuchen zu richten. Das ist Junior, oh, mit dem Panner. Das war ja richtig frech. Jetzt kommen sie aber alle rein. Alaba, Kroos, volle Attacke. Spiel drüber. Oh mein Gott. Nein, er verkackt die Ballannahme, Alter. Tor. Nein. Oh mein Gott. Alaba bringt die Butter weich auf den Fuß von Mariano. Er muss aber unbedingt tätig werden auf dem Transfermarkt im Sommer. Die brauchen einen neuen Stürmer. 8 Minuten Nachspielzeit, will ich mich verarschen. Ist doch niemals so viel passiert. Wenn das kein Realbonus ist, dann weiß ich auch nicht. Der Real Madrid versucht jetzt natürlich nochmal alles reinzuhauen, Leute. Wieder heute lieber. Und so ein Trick daraus hier in der 90. Minute, Digga. Real Mallorca! Ole, ole, ole! Oh! Gut, Digga! Vorbei, vorbei, vorbei! Die letzten Sekunden laufen, komm! Pfeif ab das Ding! Ich lehne mich hier nach vorne mit dem Buckel des Clowns, komm! Pfeif ab das Ding, letzte Sekunden! Pfeif jetzt ab, Mann! Ja, komm, pfeif ab! Er hat die Pfeife im Mund! Ja! Jawohl! Let's go! Ja, Digga! Ich will nicht sagen vorzeitig, aber Barca könnte heute Abend einen Riesenschritt Richtung Meisterschaft machen. Hey! 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 La 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 Liga gehört uns dieses Jahr. Mallorca! 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 Ich habe gerade mal geguckt, in den letzten 20 Jahren hat Mallorca nur 3 Mal zu Hause gegen Real gewonnen. Gegen Ende war ich hier auch so eine geile Stimmung am Start. Ich gönn's den Mallorcanern so hart. Let's go, Leute! Bas hat getroffen zum 1-0. La Jordi Alba! Let's go! Wichtig, Leute! 8 Punkte! Come on! Gabi! Gabi! 3-0, Rafinha! Campeones, Campeones! Der Vlog endet da, wo er begonnen hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und